Der Rothauspokal geht in die Hände des Balinger SC. Das große Saisonziel ist erreicht. Die Kaiserstühler bejubeln den zweiten Pokaltriumph in der Vereinshistorie. Die Freude nach dem Finalerfolg überschäumend. Dann ist es umso schöner. Die Bierdusche für den Kapitän für Interviews ist auch später noch Zeit. Der Spielfilm von Beginn an. Balingen in Rot geht vor rund 1000 Zuschauern als Favorit in das Endspiel gegen den Landesligameister aus Radolfzell. In der Anfangsphase setzt Benjamin Pfahler die Akzente. Zunächst dieser Zweikampf im Strafraum, was wie ein klarer Elfmeter aussieht, bewertet Schiri Michael Walter mit Gelb für den Angreifer. Aber Benjamin Pfahler macht unbeirrt weiter und hat im zweiten Anlauf mehr Glück. Das 1:0 für den Balinger SC nach 22 Minuten. Eigentlich war es so, dass ich dachte, der Torwart hat den Ball. Ja? Meine Idee war, nach innen zu ziehen, den Ball auf den kurzen Pfosten zu schießen. Und dann ist er irgendwie doch noch durchgerutscht und dann war die Freude natürlich umso größer. Von Radolfzell lange nichts zu sehen. Dann aber kurz vor der Pause rettet die Latte für Balingen. In der 40. Minute ist der Außenseiter zurück im Spiel. Keinen hält es auf den Sitzen. Tobias Krüger zimmert den Ball ins Netz. Der 1:1 Ausgleich. Mehr jedoch gelingt der Bodensee 11 nicht. Ja, ich denke, nach dem Schluss ist ich immer enttäuscht. Es wird sich auch noch ein paar Minuten anhalten. Aber spätestens, wenn wir im Bus sind, dann werden wir uns freuen über das, was wir geleistet haben 2013. Enes Softic ist Wegbereiter der entscheidenden Tore. Sein präziser Ball auf Michael Schlegel, technisch herausragend, das 2:1 für die Roten. Der agile Schlegel krönt seine starke Vorstellung. Eine Viertelstunde vor dem Ende ist Chidl Ekoto Ekoto der Abnehmer des langen Zuspiels und auch er löst die Aufgabe anspruchsvoll und erfolgreich. Ekoto Ekoto mit dem 3:1. Auch beim letzten Titelgewinn vor 11 Jahren sorgte er für den entscheidenden Balinger Treffer. Ich stehe vorne, das ist mein Job, Tor zu machen und ich versuche das Beste zu machen. Und das kommt ein Ball vor das Tor und ich mache nur meinen Job und die Mannschaft hat alles für mich gearbeitet und deswegen so. Jedes Mal ist das gleiche Geschichte. Was Besonderes ist zweifellos der Titelgewinn für den Balinger SC. Nach dem Schlusspfiff wird gefeiert, die Kaiserstühler gewinnen den südbadischen Pokalwettbewerb. Was will man mehr erreichen für den BSC? Es war einfach eine optimale Saison, klar hatten wir auch unsere Hänger, aber ich bin sowas von stolz, in der Mannschaft spielen zu dürfen und bei diesem Verein spielen zu dürfen. Das ist einfach nur schön. Wir haben uns vom ersten Spieltag an darauf konzentriert, mit der Mannschaft, Umfeld, Verein, auf diesem Tag. Wir wollten dieses Ziel erreichen und umso schöner, dass es geklappt hat. Neben dem Pokal darf sich der Verein über 80.000 Euro freuen und vor allem auf die Teilnahme am DFB-Pokal. Wunschgegner. Braunschwein. Nein, ich mach Spaß. Dortmund, München. Eine von den großen Mannschaften aus der Bundesliga. Bayern, München, Dortmund. Schalke kann es von mir aus auch sein. Ah, ist mir egal. Hauptsache, wir spielen DFB-Pokal. Ein wirklich rundes Finale in Tiengen am Hochrhein. Balingen schaut jetzt in den großen Topf und hofft auf Losglück. Glückwunsch an den südbadischen Pokalsieger 2013.